Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zum heutigen Reaction-Video. Ich habe hier vom ZDF eine Doku über, ja, Bukele, El Salvador, Bitcoin, das ganze Thema. Und die wollte ich mir gerade anschauen und da dachte ich mir, gut, mache ich einfach mal die Kamera an. Da habe ich direkt noch eine Reaction parat. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich weiß nicht allzu viel über Bukele. Ich habe das ein oder andere Interview gesehen, die ein oder anderen Sachen von Bitcoinern gehört, die auch dort waren. Und ja, da gibt es relativ gemischte Berichte, sage ich mal. Die Meinung des Rundfunks kann man sich zwar schon eigentlich dazu vorstellen, also was da dann so für Punkte kommen werden, ja, dass er da ziemlich Hardliner-mäßig unterwegs ist gegen Bandenkriminalität, auf der anderen Seite er aber ja auch Ergebnisse vorweisen kann beim Thema innere Sicherheit. Aber gut, ja, gar nicht so viel Vorgeplänkel, starten wir direkt mal rein. Tätowierte Gangster, knallharte Cops, fette Waffen. Nein, das ist nicht der Trailer für die neue Narcos-Staffel, sondern Aufnahmen aus dem größten Gefängnis Lateinamerikas in El Salvador. Pandillas salvadoreñas eran las más grandes, estructuradas y sanguinarias del mundo. Und der hier hat ihnen das Handwerk gelegt, sagt er zumindest. Nayib Bukele, coolest dictator in the world. Er macht Krypto zur Staatswährung. So we were thinking of also zwei Dinge, er macht natürlich nicht Krypto zur Staatswährung, sondern er hat Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel neben dem Dollar gemacht. Das heißt, niemand muss dort mit Bitcoin bezahlen, aber man kann dort eben mit Bitcoin seine Steuern bezahlen und bei den Händlern bezahlen, die das nehmen möchten. Das sind nicht so viele und viele wissen auch nicht, wie das geht, aber es geht erstmal in der Theorie. Und das andere Thema ist, ja, er behauptet nicht selber oder so, El Salvador super sicher gemacht zu haben, sondern es geben einfach die Statistiken her. Es war, glaube ich, das gefährlichste Land der Welt oder so. Oder El Salvador City war die gefährlichste Hauptstadt der Welt oder irgendwas in der Art. Ja, und jetzt ist es eher umgekehrt. Die Kriminalitätsrate ist 99% oder was runtergegangen seit ihm. Und ja, dort gibt es halt auch Interviews mit normalen Leuten, die das Ganze nochmal bestätigen. Und immerhin haben sie mittlerweile einiges an Tourismus, nicht nur wegen Bitcoin, sondern weil das Land jetzt einfach auch ja, normal begehbar ist für Touristen, was es halt eben vorher nicht in diesem Ausmaß war. Ja, also eigentlich war es nicht begehbar. Man hat einfach einen Bogen drum gemacht. Man hat immer gesagt, El Salvador, Honduras, nee, da machen wir einfach einen Bogen drum und gehen irgendwie nach Costa Rica oder so. Ja. Building Bitcoin City. In einem Land, in dem bis zu 27% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Er hat mehr Follower als sein Land Einwohner. Und ist mit 37 Jahren. Ja, schon lustiger Flex, mehr Follower als Einwohner, das ist schon nicht schlecht. Bei Amtsantritt der jüngste und beliebteste Präsident, den El Salvador je hatte. Bukele macht El Salvador vom Land mit der höchsten Mordrate der Welt zu einem mit der niedrigsten. Und zu einem Polizei- und Militärstaat. Over 75.000 arrests have been made. Ist der coole Politikbro mit Cap, T-Shirt und Sonnenbrille der Retter, der El Salvador von Armut und Gewalt befreit? Oder ist er der machtbesessene Diktator, der weiß, wie er Menschen zu seinem Vorteil nutzt? Wer ist Nayib Bukele? Gut, also dass er das Land sicher gemacht hat, das finde ich jetzt nicht, dass das bestreitbar ist. Was er jetzt konkret gegen die Armut und so weiter bringt, das ist ein Thema, über das man definitiv streiten kann und darüber wird auch fleißig gestritten. Aber bevor ich da jetzt das, was ich darüber weiß, einwerfe, schauen wir nochmal ein bisschen weiter. Am 24. Juli 1981 erblickt er als Sohn von Olga und Armando Bukele das Licht der Welt in San Salvador. Er hat 9 Geschwister. Da lernt er sich durchzusetzen. Eine Eigenschaft, die ihm in seinem späteren Leben noch zugutekommt. Vom Bürgerkrieg, der während seiner Kindheit zwischen der Regierung und den linken Guerillas tobt und mehr als 70.000 Menschenleben kostet, kriegt er kaum was mit. Bukele Junior fehlt es an nichts. Papi bringt das Geld nach Hause und Sohnemann kann sich auf die Schule konzentrieren. Ein Überflieger ist er dort nicht. Bukele quatscht im Unterricht, spielt den Klassenclown und reißt Witze. Als Schüler provoziert er gerne. Ich kenne es selber. Unter sein Foto im Jahrbuch schreibt er Class Terrorist wegen seines arabischen Nachnamens. Danach legt er ein. Stimmt, er ist, glaube ich, Palästinenser oder so, die Vorfahren. Ja, also er ist natürlich Salvadorianer, aber irgendwas, ja, hatte ich da mal zugelesen. Einen steilen Nepo-Baby-Start hin. Nach seiner Schulzeit arbeitet Bukele in leitenden Funktionen in Papas Werbeagentur. Zu den besten Kunden gehört auch die linke FMLN,
mittlerweile politische Partei. Die kennt Bukele seit seiner Kindheit. Damals bringt schon sein Onkel ab und zu linke Guerilla-Kumpels mit nach Hause. Und genau diese Partei sucht ab 2011 nach einem Bürgermeisterkandidaten für die Kleinstadt Nuevo Cuscatlán. Business Bro Bukele wittert seine Chance, in die Politik zu gehen und verlässt die Werbebranche. Oder vielleicht will er einfach nur seinem Vater zeigen, was er drauf hat. Denn aus dem PR-Experten... Also das Commentary hier, ja, das ist ja wirklich ziemlich peinlich, ehrlich gesagt. Und ich wusste auch nicht, dass der ZDF jetzt auch so auf cool und jugendlich macht mit so einer sehr cringen Kommentierung. Also das Editing ist zwar ziemlich krass, aber... Hört der Kandidat a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. His official narrative is that he woke up one day and he wanted to, I mean, to take the decisions and to rule the country. Sagt Gabriel Labrador Aragon. Er lebt in El Salvador und schreibt unter anderem für die regierungskritische Zeitung El Faro. Now I'm pretty sure Bukele decided to go into politics because he wanted power. Im Wahlkampf präsentiert er sich als Mann der Taten, nicht der Worte. Ganz der Papa. Der ist nämlich nicht nur Teilhaber verschiedener PR-Agenturen, sondern auch von Pharma, Chemie, Textilunternehmen und von einem Fernsehsender. Bukele bekommt eines also schon von zu Hause vorgelegt. Go big or go home. Mis padres me enseñaron que con esfuerzo y dedicación se logran las metas. Seine Volksnähe und Anpackermentalität zahlen sich aus. Bukele wird zum Bürgermeister gewählt. Von 2012 bis 2015 poliert er das Image der bis dato unbedeutenden armen Kleinstadt gehörig auf. Er investiert in Bildung, in das Gesundheitswesen, in Infrastruktur. He built an image that things can be done easily, fast, without a lot of resources. And he was very eager to show that to people by using social media. Bukele wird dank Nuevo Cuscatlán vom unbedeutenden Bürgermeister zum vielversprechenden Polit-Newcomer. Kein Wunder, Bukele, PR-Profi bei Hart, dokumentiert jeden seiner Schritte auf seinem YouTube-Kanal. So wird er selbst sein bestes Produkt. Alle sollen von seinen Taten, seinem Können und dem Wandel erfahren, für den er steht. Bukele tauscht sogar das alte Logo der Kleinstadt gegen ein blaues N aus. Könnte für Nuevo Cuscatlán stehen. Oder für Nayib. Brandbuilding eben. So heißt es bald. Adios, Nuevo Cuscatlán. Und hola, San Salvador. Papi ist bestimmt stolz. Das war mir nicht bekannt. Das ist relativ interessant eigentlich. Also jetzt auch mit dem familiären Hintergrund, dass er Bürgermeister war, das wusste ich alles nicht. Die Wahl zum Bürgermeister der Hauptstadt gewinnt er 2015 mit fast 50% gegen die rechtskonservative Partei Arena. An seinem ersten Tag im Amt badet Bukele in der Menge, verspricht mit Megafon bessere Infrastruktur und neue Arbeitsplätze. Und die Kamera hält drauf. Hauptsache Schlagzeilen. Das zeigt er auch mit diesem Projekt. 100% Iluminando. Er tauscht die alte Straßenbeleuchtung San Salvadors gegen LED-Lampen aus. Die alten Lampen sollen an bedürftige Gemeinden im ganzen Land abgegeben werden. So bringt Bukele die Erleuchtung nach El Salvador. Die Aktion klingt... Bisschen so wie die sowjetische Elektrifizierung. Ein kleiner Joke, also er hat sich gegen die rechtskonservative Partei durchgesetzt, aber bei welcher Partei war er denn? Also er war ja nicht bei dieser linksextremen Guerilla-Dings, sondern irgendwas anderes. Aber bis jetzt hört sich das alles sehr... ja, so sozialdemokratisch an und so weiter. Klar feiern die Leute das, wenn da irgendein Dude kommt und die Steuergelder eintreibt und dann halbwegs effizient irgendein Zeug baut. Aber das heißt nicht, dass das der optimale Weg der Ressourcenverwendung ist, wie man ihn im Markt hätte, sondern dass da halt ein Politiker selber ein bisschen Unternehmer spielt und einfach ein bisschen weniger ja, korrupt und ein bisschen effizienter und ein bisschen frischer und so als vorher. Aber ja, hört sich bis jetzt erstmal alles ganz nett an, aber noch nicht so wirklich, ja, dass ich jetzt sagen würde, super toll oder so. Also mit, ja, so einem Kram kann man mich hier nicht einfangen. So, ja, und dann baut er Straßen und dann haben alle geklatscht oder so. Und dann hat er da einen Mindestlohn eingeführt und das hat dann den Armen geholfen. Naja, mal gucken. Als hätte sie sich ein PR-Profi ausgedacht. Oh, ja. He used his understanding about advertising and PR in his own career. He managed to use all what he had learned in the previous years working in the advertising agency. Bukele steht für Wandel, no matter what.
It's me who decides what future we want to build for ourselves. Und dabei hält er sich nicht immer an die Linie seiner Partei, der FMLN. Also er war tatsächlich in dieser linken Partei, ja? Also in dieser linksextremen Partei. Okay, das ist ja ganz weird. Wirft er sogar vor, dass sie keine Veränderung will. People in the party started to fear him, because they felt that maybe Bukele was trying to overthrow the leader of the party. Then began this intern fight between Bukele's crew and the traditional party in the left. 2017 eskaliert der Streit. Angeblich nennt er eine Parteijuristin eine Hexe und katapultiert sich damit endgültig aus der FMLN. Wie schon gesagt, go big or go home. He decidido lanzar este día un movimiento para buscar la presidencia de la República en el año 2019. Doch für wen eigentlich? Die FMLN will ja nicht, die rechte Arena-Partei auch nicht. Also verbündet sich Bukele mit der konservativen Ghana. Ja, also es macht natürlich aus einer seiner Perspektive Sinn, aber das zeigt schon einen gewissen Opportunismus auf jeden Fall. Also man geht da mal von links zu rechts und dann mal dahin. Wobei man natürlich sagen muss, also diese Etiketten heißen ja auch oft nichts, weil das Parteiprogramm ja von Demokraten, Republikanern oder so, das hat eine sehr große Schnittmenge und die sind sich eigentlich nur in Detailfragen uneinig, genauso wie das in Deutschland jetzt bei, was weiß ich, CDU, SPD ist, aber eigentlich auch, wenn man mal guckt, Grüne, FDP, selbst AfD, ganz ehrlich, die Unterschiede sind eigentlich gar nicht so groß, ja, wie die Leute da immer tun, ja, da ist es da, Migration ist jetzt das große Streitthema zwischen AfD und Grüne, aber wirtschaftspolitisch und sozialpolitisch und so, so viel ist da nicht anders, also seien wir mal ganz ehrlich, ja, das glaubt man nur, wenn man in diesem Political Cinematic Universe lebt sozusagen. Ja, und dann wie bei Fußballvereinen oder so, aber ja, die haben da die blaue Fahne und das sind die Rechten und die anderen, das sind hier die Linken und ja, ich kenne die Parteiprogramme nicht, ja, ich kenne mich mit El Salvadorianischer Parteipolitik nicht aus, aber ich denke, dass es dasselbe ist wie überall. Ja, und er ist da ziemlich opportunistisch veranlagt. Was jetzt tatsächlich erstmal auch für die These spricht, dass er irgendwie machtaffin ist oder so. Was ja die meisten demokratischen Politiker sein müssen, ja, sonst kommen sie ja gar nicht so weit. Klingt erstmal gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Von links zu rechts. Kein klassischer Wechsel. That makes him very opportunistic. A politician that is willing to do whatever it takes to get his mission accomplished. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich dem Journalisten hier zustimme, aber ja, stimme ich in diesem Punkt auf jeden Fall zu. Kommt vor, das ist ja auch so ein Ding bei Libertären, also ich war ja selber vorher nicht libertär oder marktnah oder was auch immer, sondern ich habe ja auch auf der linken Seite begonnen, also da diese Theorie zu lesen, habe ich auch Videos zu gemacht, ja, mit, ich war linksgrün mit 18 und das Ganze hat dann so langsam aufgehört, als ich mal tatsächlich in die marxistische Theorie gegangen bin und mir das durchlesen wollte, das Kapital, begonnen halt mit Arbeitswertlehre und so weiter und das konnte ich nicht mal durchlesen, also habe ich massivste Kopfschmerzen bekommen. Und das Ganze gibt es aber auch umgekehrt, es gibt tatsächlich ja Libertäre oder Rechte oder was auch immer, die dann halt in eine andere Richtung gehen, die werden dann Ordo-Liberal oder die gehen dann von der AfD in so eine Wagenknecht-Richtung. Und der Unterschied ist halt auch einfach nicht so groß, ja, das muss man halt auch verstehen. Also die AfD ist halt nicht so rechts, wie die Otto-Normal-Leute das glauben, weil sonst könnte die Schnittmenge mit Leuten wie Wagenknecht einfach nicht groß sein, die halt einfach linksextrem ist, nur halt ohne diese, ja, Wokeness sozusagen. Aber diese Tread-Links-DDR-Schiene hat sie ja voll drin. Also wer das noch nicht verstanden hat, der tut mir einfach leid. Und das ist in den Großteil der Ländern so, ja, die feiern ja Trump da auch als jetzt ultra-rechts oder was auch immer, aber der ist halt einfach Sozialdemokrat am Ende des Tages, ja, ein bisschen weniger sozial, also sozial als die Demokraten, also ein bisschen weniger planwirtschaftlich da unterwegs, aber das sind so geringe Unterschiede, ja, wenn man mal wirklich große Unterschiede sehen will, ja, muss man die Republikaner zum Beispiel mit den Libertären in den USA vergleichen, da ist ein größerer Unterschied drin, wobei in den USA die Libertären natürlich auch eine Ecke woker sind als bei uns in Europa zum Beispiel. Aber das hat auch was mit deren Geschichte zu tun, US-Geschichte und so weiter. Und die haben halt einfach diesen Individualismus mehr
Und das versteht man als Europäer, als europäischer Libertärer nicht immer. Is willing to do whatever it takes to get his mission accomplished. Für Bukele ist es egal, mit wem er seine Pläne in die Tat umsetzt, solange etwas passiert. Um Präsident zu werden, setzt Bukele auf Social Media, denn dort ist er ein echter Star. Auf Insta folgen ihm 6,9 Millionen Menschen. Damit erreicht er vor allem junge Leute. Praktisch, dass etwa 50% der Bevölkerung El Salvadors unter 30 ist. Und so wird Bukele 2019 mit 53% aller Stimmen Präsident. De ahora en adelante todos vamos a empujar hacia adelante, vamos a empujar hacia el futuro y vamos a empujar hacia donde queremos ver nuestro país. Doch die Lage. Ja, da ist halt die Frage, wenn die Bevölkerung jetzt wesentlich älter wäre er vielleicht der Typ, der jetzt die krassen Rentenreformen machen würde, um da auf Stimmenfang zu gehen. Ist halt hier das, ja, er hat das Demokratie-Game verstanden und spielt es gut, aber das ist meistens nicht so gut, weil die Masse halt einfach keine Ahnung hat und sich halt einfach mit jedem Blödsinn einfangen lässt. Aber ja, also ich als jemand aus Deutschland habe auch von Bukele gehört, weil er sein Marketing-Game auf jeden Fall versteht. Aber jetzt wirklich substanziell war jetzt noch nicht so viel über seine Politik, über seine Maßnahmen, über seine Werte, die er auch vertritt. Nur, dass er halt eben diesen Opportunismus hat. Schauen wir mal, ob da noch was kommt. El Salvador ist alles andere als feierlich. El Salvador has one of the highest murder rates in the world. Hatte. Schuld daran sind die Maras. Und vor allem Mara Salvatrucha, kurz MS-13. Und die Mara Barrio 18. Democracy was a, like, an empty word because the real power in the streets were the gangs. They did every day what they wanted. I know it sounds crazy, but it was like that. People wasn't allowed to go another neighborhood to talk to their family because there was a risk that they could be killed. 2015 zählt El Salvador 18 Morde am Tag. Insgesamt werden in diesem Jahr mehr als 6500 Menschen getötet. Es ist extrem viel für so ein kleines Land. Also die haben ja gerade mal 3 Millionen Einwohner oder sowas. Also eine kurze Sache zu dieser MS-13-Gang. Es ist, glaube ich, so gewesen, dass El Salvador hat übrigens in der Geschichte, also in der jüngeren Geschichte, ständig irgendwelche Bürgerkriege gehabt. Und da sind, glaube ich, Mitte des letzten Jahrhunderts oder Ende des letzten Jahrhunderts, also so 70er, 80er, 90er, relativ viele ausgewandert auch von El Salvador in die USA. Und ich glaube, dort hat sich diese MS-13-Gang gegründet. Ich weiß nicht, ob das eine generelle Hispanic-Gang ist oder von El Salvadorianern. Und die haben dann quasi wieder so einen Unterzweig gehabt, der nach El Salvador gegangen ist, meines Wissens nach. Ja, das ist eine ziemlich miese Sache, wenn man da diesen, also quasi die erstmal exportiert in die USA, die sich dann groß aufbauen können und die dann wieder zurück nach El Salvador kommen. Ja, ziemlich miese Brise. Im gleichen Verhältnis wären das in Deutschland über 87.000 Morde pro Jahr. Ja, das muss man sich mal überlegen. Also, das sind Zahlen. 0,1% der Bevölkerung stirbt jedes Jahr durch irgendwelche Gang-Sachen, so vollkommen durchgeknallt. I mean, people innocent were being killed. You can wake up in the morning and say goodbye to your kids, but you don't know if you're gonna get back. Die Menschen leben in der Angst, auf offener Straße angegriffen oder erschossen zu werden. Als ich 16 war, wurde 6-mal auf mich geschossen. Die erste Kugel ging hier rein, die anderen anderswo am Körper. Mit dem sogenannten Territorial Control Plan soll El Salvador ab 2019 zu einem der sichersten Länder der Welt werden. Durch Kontrollen und Polizeipräsenz. It wasn't realistic that the homicide rates and the violence would go down just because you could see agents of the police or soldiers in the streets. Something was missing there. Doch dass die Gewalt im Land tatsächlich abnimmt, hat angeblich einen anderen Grund. He basically offered the gangs a better treatment in jail or reduce the sentencing. And the gangs, on the other hand, the only thing they had to do is to reduce crime. Offiziell hält Bukele an seinem Territorial Control Plan fest. There's no other way to do it. Der sieht auch Investitionen in Waffen und Helikopter vor. Alles, was gegen die Ganggewalt hilft. Das Problem? Dafür muss das Parlament einem Kredit zustimmen.
Dort haben aber noch Bukeles frühere Parteikumpels von der FMLN und die Arena die Mehrheit. Und nun? Genau, go big or go home. Er marschiert ins Parlament ein. Das Militär greift zwar nicht wirklich ein, doch Bukele demonstriert, dass er die Macht hat. Und für seine Vision auch zu härteren Mitteln greift, wenn es sein muss. Bei der Bevölkerung kommt das gut an. Definitivamente, ellos nos fallaron. Y pues aquí estamos en lucha de pie con nuestro presidente. Als nächstes kümmert sich Bukele. Also, er ist halt vielleicht ein bisschen mit undemokratischen Mitteln unterwegs, was aber ehrlich gesagt, ja, gar nicht so schlecht ist, weil besser einen guten Monarchen als einen normalen Demokraten. Also das, wir haben in Europa relativ ähnliche Erfahrungen gemacht. Mit Diktatoren verhält sich das Ganze immer noch ein bisschen anders als mit Monarchen. Aber ja, gut, er wurde halt demokratisch gewählt, hat da irgendwie so ein bisschen Rücken vom Militär, den genutzt. Ja, also weiß ich nicht, ist jetzt nicht großartig schlimm, solange die Ergebnisse dann auch stimmen. Um die Wirtschaft und eine Währungsreform. Make Bitcoin a legal tender in El Salvador. Ja, okay, bevor wir zum Thema Bitcoin kommen, noch eine Sache zum Thema Gangs. Also da wurde vorhin gesagt, dass er den Gangs bessere Behandlung anbot und irgendwie weniger Strafe, wenn sie sich da, wenn sie da ein bisschen die Brutalität runterfahren. Ich habe das Ganze in dem Bukele-Interview aber mal anders gehört, dass er quasi meinte, bevor er ja ins Amt kam, war es so, dass in den Gefängnissen quasi frei gedreht wurde. Ja, die haben sich dort einfach irgendwelche Prostituierten kommen lassen, sind einfach rein und raus gegangen, wie sie wollten, haben Essen bestellt und die Gefängniswärter und so waren eh alle auf der Payroll da von der Gang und das war alles ein Witz quasi. Und er habe das erst richtig reformiert, also dadurch, dass er einfach, ja, Tätowierte zum Beispiel unter Generalverdacht gestellt hat, das wurde mit irgendwelchen Gang-Tattoos und so weiter, das Militär auf die Straße gesetzt hat und so weiter. Da ist jetzt die Frage, was jetzt davon genau stimmt. Also vielleicht hat er Zugeständnisse da gemacht an die Gangs und das nie nach außen kommuniziert sozusagen. Die sagen jetzt hier was anderes. Auf jeden Fall hat das gefruchtet. Ja, und ich glaube, diese Phase, wo er dann angefangen hat, das Militär auf die Straße zu schicken und so, das ist auch alles mit relativ wenig Opfern ja ausgekommen, was relativ ungewöhnlich ist. Aber es zeigt auf eine gewisse Weise nochmal auch, der Staat ist eigentlich auch nur wie eine Gang. So, das werden jetzt viele Leute komisch finden, aber am Ende des Tages ist es nun mal so, dass der Staat auch Geld von dir eintreibt, das haben will. Er verspricht bestimmte Leistungen dafür, ja, wie zum Beispiel Schutz. Aber ob diese geliefert werden oder nicht, ist erstmal unabhängig von der Zahlung. Ja, du musst dieses Geld abdrücken und die Leistungen kommen dann vielleicht hinterher, ja, wenn du Glück hast, wenn du dann einen guten Patron hast. Ja, wenn nicht, dann einfach auch nicht. Ja, da musst du halt einfach abdrücken. Und deshalb duldet der Staat da auch keine Konkurrenz. Ja, die hat er nur sehr ungern oder halt nur in bestimmten abgesteckten Bereichen, wo quasi die Fronten klar sind, aber halt jetzt nicht im Daily-Schutzgeld-Business oder so. Ja, da will er auf gar keinen Fall irgendeine Konkurrenz haben. Und das sieht man in solchen Situationen immer recht gut. Nur die Leute verstehen sowas natürlich nicht und freuen sich dann da, wenn da der starke Mann kommt und aufräumt sozusagen, wenn man denen viel Macht gibt und der einfach aufräumt, ungeachtet der Folgen, die das Ganze haben kann, wenn man so eine Regierung halt ausstattet mit riesen Verteidigungs- und Militärbudgets und so weiter. Weil kann ja sein, dass der Bukele gute Absichten hat, aber was ist denn, wenn in ein paar Jahren mal irgendein anderer Typ kommt, der oder er irgendwie selber, was weiß ich, psychisch am Rad dreht oder so und dann halt diese Befehlsgewalt hat, ist halt einfach potenziell sehr gefährlich, so eine Machtzentralisierung. Ob das jetzt eine klassische Gang ist oder halt die Regierung. Ja, das kann einfach umschlagen und dann wird es halt sehr hässlich. Deshalb denke ich, dass es immer ein guter Weg ist, wenn der Otto Normal einfach ja, sein Eigentum hat und auch die Möglichkeit hat, dieses Eigentum selbst zu sichern, durch freies Waffenrecht zum Beispiel. Ich denke, dass das ja auch historisch und durch eigentlich alle Länder hinweg immer eine gute Sache ist, weil die Gangs oder die Kriminellen, die haben ja ihre Waffen so oder so. Eine normale Gesetzgebung für Waffen ermöglicht es halt dem Otto Normal, sich auch dann zu verteidigen. Ja, diese Gesetze betreffen ja nur den Otto Normal, der sich an Gesetze hält. Den Kriminellen ist das logischerweise egal, ob Waffen verboten sind oder nicht. Ja, ich habe auch mal ein Video zu Waffen gemacht, kannst du dir auch mal anschauen, da erkläre ich diese Punkte noch ein bisschen ausführlicher. Und
Da gibt es auch sehr positive Beispiele, wie zum Beispiel die Schweiz, ja, die pro Kopf eines der Länder ist mit den meisten Waffen. Und die Schweiz ist super sicher und deshalb gibt es nicht unbedingt eine Korrelation zwischen ja, vielen Waffen und dann irgendwie viele Morde oder so, wie man das jetzt in den USA hat. Ja, es gibt diese Korrelation nicht, das hat auch was mit der jeweiligen Kultur zu tun. Die Schweiz ist natürlich zivilisierter als die USA, ja, der eine oder andere könnte auch sagen, dass das da an unkontrollierter Migration oder so liegt. Kann auf jeden Fall auch ein Aspekt sein, aber ja, das ist eine sehr gute Sache an der Schweiz und ich denke auch, dass wir das in Deutschland sehr dringend bräuchten, aber halt ja am besten eine Stück-für-Stück-Einführung, dass da die Leute auch vernünftig mit den Waffen angelernt werden und so, weil es sterben auch sehr viele Leute durch ja nicht fachgemäßen Gebrauch von irgendwelchen Waffen. Bukele ist ein Bitcoin-Bro. Ein Vorteil, den er in der Währung sieht, für Transaktionen sind keine Bankkonten mehr notwendig. Praktisch, denn ein großer Teil der armen Bevölkerung hat eh keins. So könnte ein Bauer in El Salvador seine Waren ins Ausland exportieren und sein Geld digital bekommen. Ist ein sehr großer Vorteil von Bitcoin, ja. Genau, weil El Salvador wird jetzt auch nicht unbedingt ein Land sein, was in diesem internationalen Zahlungsgeflecht mit irgendwelchen Banken und so großartig mitreden könnte. Und ja, wenn irgendein Zahlungsdienstleister oder so den Präsidenten nicht mag und das Land auf die Blacklist setzt für PayPal oder was auch immer, dann ja, ist das problematisch, wenn man keine Bitcoin hat. In der Theorie. In der Praxis unterliegt der Bitcoin starken Kursschwankungen. Ich hatte umgerechnet $500 gespart und habe plötzlich $200 verloren. Also erste Regel ist, man verliert nur, wenn man auch verkauft. Zweitens, ja, man sollte sich bewusst sein, dass Bitcoin im momentanen Stadium noch eine gewisse Volatilität hat, so wie die meisten Fremdwährungen, ja, das ist ganz normal, und man muss sich bewusst sein, dass das der Wert in Dollar ist, der da schwankt. Also ein Bitcoin ist immer ein Bitcoin, aber ja, der Dollar hat halt auch seine eigene Volatilität und dieses Verhältnis und ja, dementsprechend, wenn man da einen sehr kurzfristigen Zeithorizont hat oder so, ja, dann kann es sein, dass man da Verlust hat und wenn man das Geld dann braucht, dann hat man realisierte Verluste. Was aber nicht dabei gesagt wird, Volatilität bedeutet, dass das Ganze in beide Richtungen geht. Das heißt, hätte sich die Frau jetzt beschwert, ja, ich hatte $500 und auf einmal waren die in einer Woche $1000 wert und das war total schrecklich, musste ich mich erstmal von erholen. Das ist halt die Seite, die da eben nicht erwähnt wird. Ja, und wenn man sich den Bitcoin-Chart anguckt im Vergleich zum Dollar, gibt es da eben eine Tendenz nach oben, aus dem ganz einfachen Grund, weil Bitcoin eben ein knappes Gut ist und der Dollar jede Sekunde, was weiß ich, in welcher tausendfachen Ausführung gedruckt wird. Dementsprechend ist Bitcoin schon mal das härtere Geld. Ja, das ist ein Aspekt, den es besser macht. Man muss nicht Drittparteien vertrauen, also wie einer Bank zum Beispiel oder irgendeiner Zentralbank, dass sie da keinen Mist baut und so. Das ist auch noch ein anderer Vorteil. Dementsprechend, ja, das ist eine Abwägung, die jeder für sich selbst machen muss. Ja, auch das Momentum sich grob angucken muss im Markt. Aber wer jetzt glaubt, also dass das vorher irgendwie, El Salvador hatte auch nicht immer den Dollar, die wurden dollarisiert. Da war es jetzt nicht so, dass diese Währung volatil war im klassischen Sinne, dass sie mal 10% hoch und mal 10% runter ist, sondern die meisten Devisen, ja, also außer jetzt Euro, Dollar, Yen, Pfund, die Währungen, die die meisten Länder haben, die fallen einfach nur gegen den Dollar tendenziell, weil die Regierung halt Geld druckt, noch mehr als die Federal Reserve Geld druckt. Ja, das ist sogar im Vergleich zum Dollar abwertet und das für irgendeinen Mumpitz auf den Kopf haut oder zur eigenen Bereicherung. Von daher ist Bitcoin da eine massive Verbesserung, weil da ist halt nicht irgendeine Zentralbank, die da Geld druckt und sich auf deine Kosten bereichen, aber du hast halt ja die normale Volatilität, weil das Ganze halt einfach ein Marktgut ist. Ja, genauso wie Gold halt schwankt oder der Silberpreis halt schwankt. Nur das Market Cap von Bitcoin, das ist mittlerweile zwar recht ansehnlich, ist ungefähr auf der Höhe mit Silber, also jetzt zum Stand dieses Videos, aber es ist halt noch nicht auf dem Niveau von Dollar oder Euro und dementsprechend, ja, es hat eine gewisse Volatilität, aber der Trend spricht meiner Meinung nach eine klare Sprache und ja, die Fundamentals sind einfach besser als bei Zentralbankgeld, meiner Meinung nach. Wenn dich das Thema interessiert, ja, wenn du sagst, Bitcoin ist interessant, aber du hattest noch nie die Zeit gehabt, dich damit zu beschäftigen oder was auch immer, auf meinem Kanal habe ich einiges an Videos zu Bitcoin
unter anderem auch, ja, abgesehen von der ganzen Theorie, wieso überhaupt Bitcoin und was auch immer, auch die Praxis, ja, wie bezahlt man denn mit Bitcoin, warum sollte man damit bezahlen, wie kann man das Ganze als Händler adaptieren, was gibt es da für Spielereien, ja, ob es darum geht, sich irgendwelche VPNs zu kaufen oder einen Haarschnitt beim Friseur zu bezahlen, der Bitcoin akzeptiert und so. Ich habe dazu einen Bitcoin-Praxis-Crashkurs auf meinem Kanal gemacht, der geht über eine Stunde und den kannst du dir angucken, auch gerne stückchenweise, kannst du einfach immer den Timestamp abspeichern und dann den Rest weitergucken und das ist da recht gut, wenn man noch nicht im Thema ist, weil ich verspreche dir, dass das Ganze in Zukunft immer relevanter wird und wer da früh den Fuß in der Tür hat, der wird davon auf jeden Fall profitieren. Und nicht mal unbedingt nur finanziell oder auch finanziell, sondern auch einfach von dem Wissen, ja, dass man halt weiß, mit dieser Freiheitstechnologie umzugehen, die das Leben von einem komfortabler gestalten kann. Der Surferort El Sonte wird sogar als Bitcoin Beach gefeiert. Und während am Strand getradet wird, sterben im Rest des Landes wieder Menschen. März 2022. Die Ganggewalt explodiert. 87 Personen sterben an nur einem Wochenende. Angeblich kommt es zum Bruch zwischen Bukele und den Maras. Putting dead corpses in the streets was the way of the gangs to tell Bukele, don't mess with fire. Bukele reagiert und ruft den Ausnahmezustand aus. Ah, sorry, das war das, was ich vorhin angesprochen hatte. Das ist dann anscheinend, ja, da, 2 Jahre danach passiert. Der berechtigt zur Einschränkung zentraler Grundrechte, wie der Versammlungsfreiheit oder dem Recht, über die Gründe der Verhaftung informiert zu werden. Und wurde bis heute nicht aufgehoben. Me permite pegar un vistazo, que no haya nadie ajeno a la casa. Me permite. Jeder, der auch nur ansatzweise verdächtig ist, Mitglied einer Gang zu sein, wird festgenommen. Seit März 2022 werden rund 80.000 Personen verhaftet. Ja, das ist immer eine schwierige Sache mit solchen Ausnahmezuständen, die dann nie wieder zurückgenommen werden und so. Ja, man erinnere sich in Deutschland an den gesundheitlichen Ausnahmezustand. Ja, ist eine schwierige Sache. Zwischen wie bekämpft man jetzt Kriminalität effektiv und wahrt gleichzeitig die Rechte und so weiter der Leute. Und ja, der eine Ansatz ist halt eben zu sagen, so ja, wir brauchen auch einen starken Mann in Europa, der die ganzen kriminellen Migranten abschiebt und die Straßen wieder sicher macht und so, da müsste mal jemand kommen. Aber mir gefällt dieser Ansatz halt aus vielen Gründen nicht so gut, weil erstens hofft man, dass da irgendein Messias kommt, der einem diese ganzen Probleme abnimmt und man delegiert halt die Verantwortung weg. Ja, das ist halt so, ja, ich kann ja nichts dafür, aber da soll mal jemand kommen, das machen und ich wähle den dann. Ja, mir schreiben auch manche Leute so, ja, du hast so viel Ahnung von Wirtschaft, ich wähle dich dann. Nein, das ist überhaupt nicht das Ziel. Also ich will nicht gewählt werden oder so. Ja, ich möchte das Wissen dezentral verteilen, dass die Leute das selber haben. Und dann muss auch niemand gewählt werden und ja, mit ganz viel Vollmachten und Geld und was weiß ich ausgestattet werden, um da mal ordentlich aufzuräumen. Weil das Ganze ist halt wirklich ein Spiel mit dem Feuer, weil vielleicht kann derjenige ja nicht die Grenze ziehen. Vielleicht ist er ja wirklich so machtgeil, dass er den Leuten nach dem Beheben dieses Notfalls sagen will, wo es lang geht und den Notfall, den Ausnahmezustand nie beendet. Also das ist einfach ja, nicht der Weg, der mir so gut gefällt, ja, oder er wird dann rausgeputscht und dann übernimmt jemand dort die Zügel und so und man bestraft auch einen Haufen Leute vielleicht, die ja gar nichts gemacht haben oder so. Das ist einfach, auch wenn es funktioniert, nicht der Ansatz meiner Wahl, also mir ist das da ein bisschen zu extrem. Mir gefällt eher ein dezentralerer Ansatz, auch wenn der langsamer ist, ja, eben die Leute, den Otto Normal auszustatten mit Mitteln, sich selber zu verteidigen, sonst der Gang in irgendeiner Form die Macht abzugraben, also da wird es auch ohne Ende Korruption in den Parlamenten geben und so weiter, dort werden Gelder zugeliefert und vielleicht steckt die Polizei damit unter der Decke und das Ganze halt eben mehr outzusourcen, die Personen selbst zu bemächtigen, Firmen dort reinzubringen, die halt sich an ja, Kundenbedürfnissen orientieren, wie zum Beispiel Sicherheit und ja, das ist eher den Weg, den ich da sehe. Aber ja, klar, jetzt hat das hier funktioniert und dann klatschen eben halt mal alle Leute, aber das Ganze kann halt eben auch in die Hose gehen, so ein Ausnahmezustand, und dann wären die Leute wieder sauer und würden sagen, ja, guck mal hier. Ja, halte ich einfach für sehr bedenkenswert und meistens geht sowas auch in die Hose, ja, mit wir bemächtigen den einen Retter hier mit ganz vielen Sachen und der räumt mal ordentlich auf und auf einmal hat man eine marxistische Diktatur und dann sterben ganz viele Leute. 100.000 befinden sich nach wie vor im Gefängnis, insgesamt 1,6% der Gesamtbevölkerung.
um die Gefangenen unterzubringen. 1,6% der Gesamtbevölkerung, ist ja unglaublich. Lässt er 2023 ein neues Megagefängnis mit Platz für 40.000 Insassen bauen. Der größte Knast Lateinamerikas. Bukele demonstriert damit vor allem Macht und Härte. What do you expect? That we arrest 100 people and we leave 69.900 gang members in the streets and suddenly the murder rate will drop? Und Bukeles Plan geht auf. El Salvador ist so sicher wie nie zuvor. 2023 werden nur noch 154 Morde registriert. Viele Menschen trauen sich wieder auf die Straße. Super diferente el ambiente que se vive. Ich bin ja kein Fan von Gefängnissen, weil der Steuerzahler sie zahlen muss. Ja? Also jemand begeht einen Mord, einem normalen Menschen, und dann müssen alle anderen Steuerzahler, die eher schon den Schaden durch den Verlust des Mitglieds ihrer Gemeinde haben, dafür aufkommen, den Kriminellen durchzufüttern im Gefängnis. Deshalb, ja, also ich halte das Gefängnissystem, das Konventionelle, nicht für sinnvoll. Außerdem ist es auch eine Verbrecherschule, ja, für die ganzen Verbrecher. Man geht rein mit einem Bachelor in Diebstahl und kommt raus mit einem Master in Crackkochen oder so. Deshalb bin ich mehr ein Fan von Arbeitslagern. Oder, je nach Land und Kultur, könnte man natürlich auch darüber reden, ob eine Todesstrafe sinnvoll ist, ja, unter Umständen. Also wenn jetzt da einer so ein Mehrfachmörder ist oder was auch immer, warum sollte man den lebenslang inhaftieren? Also das ist aber eine kulturelle Frage und eine Wertfrage und so weiter. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn Versicherungen darüber entscheiden würden, was da jetzt Sinn macht. Also einfach eine Kosten-Nutzen-Frage oder macht Arbeitslager mehr Sinn oder dieses und jenes. Aber da den Steuerzahler die Rechnung aufzubrummen, das ist einfach ein Konzept, was mir überhaupt nicht gefällt. Ja, dass jemand eh schon Schaden an der Gesellschaft begeht und man den Schaden dann noch größer macht, indem man dann noch Steuergelder reinbuttert, nur um denjenigen da irgendwie abseits von der Gesellschaft zu verwahren. Also ich finde, das könnte man irgendwie effizienter lösen. Und auch so für den Gefangenen, dass der da halt nicht noch weiter in diese kriminelle Geschichte reinrutscht. Doch die neue Freiheit hat ihren Preis. Y la verdad tener a mi niño aquí pues para mí no es fácil, pero le pido a Dios que Dios tenga misericordia, no solo de mi hijo, sino de muchos inocentes que están ahí. Schlechte Haftbedingungen, hilflose Angehörige, zu kurze Prozesse, teils online und mit mehreren Angeklagten. Krass. Ja gut, aber das, klar, das lässt sich halt nicht verhindern, und ja, schlechte Haftbedingungen, soll man jetzt großartig Mitleid haben mit irgendwelchen Gangkillern und so weiter, also naja. Aber ja, klar, so ein System ist dann natürlich überlastet, ne, wenn der da extra so ein neues Gefängnis bauen lässt und so, das gibt die Infrastruktur halt nicht her. Gleichzeitig und immer wieder Willkür, sagt sogar die Polizei. Lässt sich nicht verhindern, wenn man solche Aktionen abzieht. Und das ist eben auch das, was mir daran nicht gefällt. Klar, es geht nicht anders. Also wenn man so einen Ausnahmezustand ausruft und dann massenhaft die Leute einknastet, ja, hat man halt Collateral Damage, und das finde ich auch nicht gut. Recibieron órdenes específicas toda la gente que andábamos en la calle, y era la de que teníamos que detener cierta cantidad de gente. Allí no importaba si era pandillero. Das ist halt der Alltag als Befehlsausführer. O sea, toda la gente que se pudiera capturar. Experten schätzen, dass etwa jeder Dritte unschuldig einsetzt. The situation in prisons right now is very bad. They're overcrowded, people get sick. Almost 300 Salvadorians have been killed in prison, and many of them. Also von den Wärtern oder gegenseitig? Weil das ist ja auch ein Problem in meinen Gefängnissen, dass die Insassen sich da gegenseitig dann an die Wäsche gehen. Have signs of torture on their bodies. Einige demonstrieren zwar gegen Bukeles harte Hand, basta, Bukele! Aber viele sind es nicht, aus Angst vor Sanktionen. Und gut 92% der Bevölkerung stehen laut Umfragen hinter ihm. Um das Verfassungsverbot der direkten Wiederwahl zu umgehen, lässt sich Bukele für 6 Monate beurlauben und wird Anfang 2024 wiedergewählt. I would say that Bukele likes power. The big question is, what is he willing to do to achieve more power? He has proven that he doesn't care much of the institutions, the law, the constitution. Er ist jedenfalls ein Macher
Und solange er macht, ist den Menschen in El Salvador offenbar egal, mit welchen Mitteln das passiert. Ja, das war eine kritische Doku, aber ich muss sagen, ich fand das gar nicht so schlecht, weil der Endsatz ist ziemlich korrekt. Also solange die Ergebnisse stimmen, ist den Leuten das egal, ja, woher das kommt. Das ist auch ein bisschen bei uns so, der Sozialdemokratie. Solange die Renten bezahlt werden, ist den Leuten vollkommen egal, wer dafür bluten muss sozusagen. Und hinter uns die Sinnflut, was dann da in 20, 30 Jahren mit den jungen Leuten ist, vollkommen egal. Hauptsache, ich habe jetzt meine Rente. Das ist ein sehr engstirniges Denken, was auch zu großen systematischen Problemen führt. Eben, dass wir halt so ein Abhängigkeitssystem, so ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis haben durch das Rentensystem, aber das interessiert die Leute nicht, oder wenn sie es verstanden haben, dann ja, ich muss an mich denken und wir können keine Rentenreform machen, weil dann kriege ich ja jetzt weniger und was auch immer. Ja, und das ist schade, dass die Leute dann nicht größer denken können, dass sie da halt eben ja sich mit dem Egoismus sozusagen einfangen lassen für so eine strukturelle Abhängigkeit, aber ja, das ist dort nicht anders. Ja, es sind nicht die Mittel meiner Wahl und es ist auch keiner, der jetzt die libertäre Theorie tief verstanden hat oder so. Das meinen ja immer viele Leute so, ja, hier wegen Bitcoin, der Typ hat ja voll den Plan und so weiter. Aber das ist nicht der Fall. Also wirtschaftspolitisch ist in El Salvador jetzt auch nichts Großartiges passiert. Ich glaube, er hat sogar eher Steuern erhöht. Also ja, finanziell geht es dort eher nicht wirklich dem Otto Normal so viel besser, nur jetzt hat man halt eben wesentlich mehr Tourismus im Land, weil das Ganze jetzt für den Touristen, für den Otto Normal wesentlich sicherer ist als vorher, ja. Auf der anderen Seite hat man aber eben durch dieses harte Durchgreifen der Gang Nummer 1 des Staates diese Problematik, dass man damit halt auch eben Unschuldige und so erwischt. Ist eine sehr schwierige Situation, ja, vor allem, ich war ja auch nicht dort, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel jetzt in dieser Doku stimmt, ich habe da verschiedene Stimmen eben auch von Reisenden gehört und ja, ich wünschte, ich könnte sagen, dass alles in dieser Doku komplett falsch ist und Bukele super cool ist, aber kann ich halt einfach nicht sagen, weil diese Punkte sind gar nicht so falsch. Ja, man wird sehen, wie sich das über die Zeit ausspielt. Also ich denke, diese Bitcoin-Sache wird langfristig sehr gut sein für El Salvador. Nur es ist halt auch wieder so eine Sache. Also ich bin zwar Bitcoiner, aber wenn ich jetzt der Präsident von so einem Land werde und dann die Steuergelder nehme und dann ja Bitcoin kaufe oder so, dann zwinge ich ja die Leute auch zu ihrem Glück, aus meiner Perspektive. Weil ich ja der Meinung bin, dass Bitcoin eben hochgeht oder was auch immer. Aber wer trägt denn die Kosten, wenn jetzt Bitcoin, also was ich zwar nicht glaube, aber auf Null gehen würde? Dann ist der Bukele nicht derjenige, der die Kosten trägt, sondern die Leute tragen dann die Kosten. Ja, weil er verwaltet diese Steuergelder einfach, aber er trägt die Folgen nicht davon. Ja gut, vielleicht wird er dann verurteilt oder so, aber sehr unwahrscheinlich. Und das ist ein Problem, was wir generell einfach immer im Staat haben, dass wir einfach Kosten externalisieren können auf andere Leute. Wir können einfach Entscheidungen treffen, die auch noch Leute in 40, 50 Jahren tragen müssen. Ja, mit deren Geld treffen wir diese Entscheidung als Präsident oder so. Und das ist einfach ein Problem. Ja, und mir würde eben wesentlich mehr zusagen, wenn man da selber nicht ein demokratisches Stimmrecht hatte, ja, das ist mir ziemlich egal, ehrlich gesagt, auch Verfassung und Gesetze und so, wie dem Bukele auch, sondern ein monetäres Stimmrecht, ja, dass ich sagen kann, okay, der Bukele ist jetzt hier irgendwie nicht ein Präsident, sondern ein Stadtdienstleister, sowas in der Art. Ich finde die Sachen, die er macht, gut und ich überweise da ja, den Stadtbeitrag jeden Monat oder ich gehe in ein Vertragsverhältnis mit dem ein, habe dann ein Abonnement für die Stadtdienstleistung und so. Und ich denke, dass halt eben diese Marktfaktoren da fehlen, ja. Man müsste halt mehr auf private Sicherheit setzen, dass es eben Versicherungsfirmen gibt, private Sicherheitsdienste und ja, dieses ganze Thema. Und dann hat man auch diese vielen Problematiken nicht von Steuergeldverschwendung, Ungerechtigkeit von Seiten der Regierung aus, die man dann wieder rechtlich nicht belangen kann. Da hätte man ja auch private Gerichte, die halt dann konkret ahnden, wenn jetzt jemand über seine Befugnis hinausgegangen ist. Und diese Aspekte fehlen halt eben bei Bukele und ja, er ist halt so opportunistisch, er versteht Ökonomie nicht auf einer fundamentalen Ebene, behaupte ich jetzt mal ganz dreist, ja, und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass er wirtschaftspolitisch da groß viel drehen kann, außer er hat vielleicht einen Wirtschaftsminister, der diese Sachen auf einer fundamentalen Ebene versteht. Dann
Wird das funktionieren? Momentan, gut, er macht das jetzt zu einem sicheren Land, aber für Wohlstand braucht man ganz andere Komponenten. Und ich finde es witzig, dass sie hier jetzt ja, bei den Thumbnails den Melee hier zum Beispiel vorschlagen. Da hatte ich auch mal auf eine Doku reacted, kannst du dir gerne auch mal anschauen auf meinem Kanal. Weil Melee ist jemand, bei dem sehe ich das Ganze viel eher, weil das ist meiner Meinung nach jemand, der menschliches Handeln und auch Wirtschaftspolitik auf einer wirklich sehr grundlegenden Ebene versteht und auch konkrete moralische Werte, die aufeinander aufbauen, hat. Ja, der da weniger opportunistisch ist, der würde nie in eine linke Partei gehen oder was auch immer, das wäre dem im Traum nicht eingefallen. Er war auch bei einer, ich sag mal, rechtskonservativen Partei, glaube ich, auch zuerst, und da hat er auch gemerkt, okay, er kommt dort nicht weiter mit den Werten, die er vertritt, und dann hat er erst seine eigene Partei daraus gemacht, eine richtig libertäre Partei quasi, oder eine sehr, ja, ich sag mal, wirtschaftspolitisch libertäre Partei. Und von daher, das ist meiner Meinung nach eher jemanden, in den ich persönlich meine Hoffnungen setze. Also es gibt immer, ja, viele verschiedene Meinungen. Manche sagen, Bukele ist der Beste oder Trump ist ja so toll und so weiter. Ich persönlich bin natürlich kein Fan von irgendwelchen Politikern oder sowas in der Art. Und für mich persönlich ist Millet der einzige von diesen, ja, Politikern, die momentan, sag ich mal, im Trend sind, in der rechten Szene, der wirklich die Inhalte auf einer fundamentalen Ebene gelesen und auch verstanden hat, adaptiert hat und dieses Wissen auch nach außen weiterträgt. Also der setzt sich auch hin in Fernseh-Talkshows oder in irgendwelchen ja, eher nicht so nicen Vierteln und hält dort Vorträge über österreichische Schule und vermittelt halt dieses Wissen direkt zu den Leuten. Also da geht es nicht darum, einfach top-down Politik zu machen und sich hier aufzuspielen als der neue Pinochet, als der neue krasse Reformer-Typ oder so, und dann nach ihm 5 Jahre später kommt eine andere Regierung und macht alles kaputt, sondern er probiert den Weg wirklich darüber zu gehen, den Leuten das Wissen zu vermitteln und daraus eben diese guten Dinge entstehen zu lassen. Und das ist meiner Meinung nach der richtige Weg. Ein Stück weit gehe ich diesen Weg ja auch mit meinem Kanal. Ja, ich hätte auch meine Zeit in der deutschen Parteien Politiklandschaft verschwenden können. Ja, die Libertären hatten mich mal angefragt, aber das ist nicht mein Weg. Ja, mein Weg ist es eben, Wissen zu vermitteln, auch wenn ich damit die Masse nicht erwische, ist mir ziemlich egal, muss ich sagen, sondern die Leute, die das verstehen wollen, ja, und bereit sind, dieses Wissen aufzunehmen, die können das dann und die werden ihr Leben fundamental und auch das von anderen indirekt dann dadurch verbessern. Ja, und das ist das, worum es mir geht. Wenn ihr eine andere Meinung zu Bukele habt, ist das natürlich kein Problem. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir können darüber diskutieren. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Dinge, die ich nicht weiß, die ich da ausgelassen habe. Vielleicht ist ja der Bukele doch ein super Typ, der Ludwig von Mises von links nach rechts, oben nach unten gelesen hat. Ja. Informiert mich da gerne. Meiner Meinung nach ist das aber eher der Millet, der im Fernsehen sagt, dass er Anarchokapitalist ist, dass Steuern Raub sind und dass die Leute Dinge wie Rothbard oder Mises lesen sollen. Ja, das ist meiner Meinung nach der bessere und der konsequentere Ansatz. Aber gut, ich lasse euch da gerne eure Meinung und wir diskutieren das Ganze in den Kommentaren aus. Ansonsten möchte ich noch einmal sagen, ihr könnt gerne Dinge zur Reaction empfehlen, aber bitte nicht, ja, US-Wahlkampf oder Kompakt oder irgendwelche News-Boomer-Bespaßungsthemen, das ist nicht das Ziel auf meinem Kanal. Ja, ich möchte wirklich einen Mehrwert bieten, den es nicht überall sonst gibt, ja, einfach nur ganz blödes Entertainment, ja, Baerbock hat schon wieder das gesagt und der Habeck, das ist ja, was der sich hier rausnimmt, das ist nicht das Ziel auf diesem Kanal, sondern halt wirklich wie so eine Art, ja, Feinkostladen zu sein, wo es halt eben so diese paar ausgefallenen Sachen gibt, die es sonst nicht überall gibt. Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, wenn euch dieses Video gefallen hat, monetärer Support in Form von ein paar Satoshis an meine Lightning Wallet wäre sehr korrekt. Ich verspreche euch, dass es auch nicht die Chivo Wallet des El Salvadorianischen Staates ist und auch nicht monetärer Support ist sehr korrekt und hilft meiner Arbeit, ja, die Idee der Freiheit weiter in den deutschsprachigen Raum hinauszutragen. Und ich danke euch auf jeden Fall auch dafür. Gut, das war's soweit mit dieser Reaction. Mal schauen, was demnächst noch von mir behandelt wird. Ich wünsche euch alles Gute und sage erstmal ciao, Leute. Es könnte sein, dass ich euch da draußen weiter auf den Sack gehe in irgendeiner Form.